So, jetzt bin ich da. Herr Stoiber, entschuldigen Sie, dass ich Sie bei Ihrem gemütlichen Abend störe. Aber ich wollte Ihnen noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Oh, danke schön. Sie sind ein Wiesenkind, das muss man ja auch erwähnen. Das ist richtig, ja, gut. Haben Sie gebührend Ihren 50. gefeiert, Herr Stoiber? Ja, ist doch, oder? Ja, genau. Sie haben sich nicht verändert. Ich sehe Sie ja kaum. Aber wenn man so mal die letzten Jahre anschaut. Ja, gut, ich meine, das sind gute Gene. Und mein Gott, man ist immer wieder neugierig auf das, was kommt, unabhängig wie alt man ist. Und ich glaube, dass das überhaupt das Wichtigste ist, dass man halt alles mitgestalten, mitbeobachten will, was so neu entwickelt. Und ich meine, die Wiesn hat viel Tradition. Die ist in manchen Dingen so, wie es schon vor 100, vor 50, vor 30 Jahren war. Aber vieles ist natürlich wieder das Tempo, die Musik, die Jugend. Wie ich jung war, da sind eigentlich mehr ältere Leute raus gewesen. Heute schaut man da in das Ding rein. Ist ein anderes Publikum, gell? Ja, ist ganz klar. Aber ist nicht weit entfernt. Also nicht sind, weit entfernt. Nein. Sehr schön. Sind Sie schon früher der Tänzer auf den Bänken gewesen oder eher still genießerisch auf der Wiesn, Herr Stoiber? Also tanzen tue ich ganz gern, aber weniger auf der Bank. Das kommt selten vor. Also wenn man drin ist wahrscheinlich. Aber da dürfen Sie gar nicht. Ja, nein. Das weiß ich schon. Ja, Sie dürfen als Ministerpräsident AD da gar nicht nein. Das ist klar, aber ich meine, wenn man da drin steht oder wäre, dann wäre man natürlich mitgerissen. Ne? Da heraus in der Box, da sind halt auch einige, die aufstehen. Aber man muss ja mit gutem Beispiel der Ruhe vorangehen. Natürlich, auch in der Weisheit darf man es tun. Liebe Frau Stoiber, können Sie es denn genießen mittlerweile, die stille Zeit und mit Ihrem Mann? Es ist so schön. Ist er starter geworden? Und wie starter geworden ist. Jetzt dürfen Sie nur mehr sagen, oder Sie haben ja immer Song gehabt, Frau Stoiber. Zu Hause ja. Zu Hause schon. Aber ist schon jetzt eine schöne Zeit, oder? Also ich genieße es in vollen Zügen, muss ich ehrlich sagen. Und Opa, Oma dürfen wir jetzt endlich einmal sagen. Ja, das ist, wenn man vor allen Dingen jetzt schon 5 Enkel hat. Was? Und die 6. ist im Anmarsch. Na, die sind aber fleißig, das muss ich aber jetzt schon mal sagen. Ja, wir tun was. Gell? Ja, also die tun was, sie nicht. Herr Stoiber, Frau Stoiber, eine schöne Zeit. Danke. Ich danke und wir lassen Sie jetzt in Ruhe. Gute Zeit. Da sehen Sie mal die Frau Stoiber und der Herr Stoiber und die Kinder, alle, es geht weiter mit der Familie. So, wir geben jetzt zur Pia.